Umgang mit Penetranz anderer. Es gibt Menschen, die sind ganz penetrant. Wenn sie einmal etwas gesagt haben, sagen sie es zum zweiten Mal und zum dritten Mal. Du hast jetzt schon fünfmal angehört, ganz richtig penetrant, sagen sie es wieder und wieder mit steigender Intensität. Oder es gibt auch Menschen, die einfach so eine penetrante Präsenz haben. Wie gehst du damit um? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, hör dem anderen einmal richtig zu. Wenn du ihm einmal richtig zugehört hast und vielleicht das eine oder andere seiner Anliegen auch wertschätzend angenommen hast, vielleicht sogar etwas davon umgesetzt hast, dann wird der andere vielleicht etwas zufrieden sein. Befürchte jetzt nicht, dass der andere dann ja noch penetranter wird. In der Mehrheit der Fälle, wenn jemand das Gefühl hat, das, was er beizutragen hat, wird ernst zu nehmen, wird er etwas ruhiger werden. Zweite Möglichkeit, du kannst dem anderen das auch klar sagen. Ich habe deinem Vorschlag schon mal zugehört und jetzt nimm bitte nicht so viel Raum ein. Es wäre jetzt mir ein wichtiges Anliegen, dass auch andere dort sind. Also man kann sich zur Wehr setzen und dem anderen klar sagen, was man davon hält. Dritte Möglichkeit, man ignoriert es einfach. Man kann den penetranten Mensch also auch als eine Lernlektion nehmen, dass man sich von anderen nicht so irritieren lässt. Du kannst lernen, dich auf die Menschen einzustimmen, auf die du dich einstimmen willst, und die zu ignorieren, auf die du dich nicht einstimmen willst. Jemand Penetrantes ist dort eine sehr gute Übungslektion.